Okay, Leute, wir haben gerade Sophia alleine gelassen. Und ich werde sie jetzt einfach mal überraschen. Peace, Leute, willkommen bei einem weiteren Daily Vlog auf meinem Kanal. Es fühlt sich so komisch an, Leute. Ich wohne einfach nicht mehr alleine hier in meiner Wohnung. Ihr wisst ja, ich habe einen neuen Mitbewohner, der hat da hinten seinen Raum. Und wenn ihr die Vlogs gesehen habt, dann wisst ihr auch, wer es ist. Aber warte mal, AJ, ist der gerade wieder lang gegangen? Ich hab's auch gesehen, hä? Eigentlich bist du mein Mitbewohner und du stehst hinter der Cam, hä? Du bist doch AJ, oder? Ich bin AJ. Ja, ich bin AJ, Junge. Achso, ja, okay, wusste ich nicht. Hä? Entschuldigung, können Sie mal aus meinem Bad kommen, da? Ach Mensch, wer ist denn das hier? Haben wir aber lange nicht gesehen. Nein, Leute, das ist natürlich die liebe Sophia, die kennt ihr ja. Die war mit uns in der Trampolinhalle in Hannover. Und wir haben auch schon ein anderes Video aufgenommen, wo sie mir mal ein Outfit zusammengestellt hat. Aber ich habe leider nichts davon gerade an. Sorry. Ja, sie wohnt jetzt auch bei uns. Das haben wir euch noch gar nicht gesagt. Willst du irgendwas sagen dazu? Ja, ich bin jetzt der zweite Mitbewohner. Genau, von mir. Wir brauchen ja auch jemanden, der abwäscht oder so, weil AJ und ich können das nicht so. Ja. Nein, Spaß, Leute. Sie wohnen natürlich nicht hier, aber wir gehen jetzt erstmal in die Stadt, weil wir wollen da noch ein paar Sachen erledigen. Und ich habe da noch was Cooles geplant. Let's go. Die Sonne ist da. Steht mir, sehe ich gut aus? Sieht er gut aus? Er sieht fabelhaft aus. So Leute, ich habe nochmal was erledigt. Ich habe nochmal einen Brief weggebracht. Ich musste auch mal für die Deutsche Bahn so einen Brief wegschicken, damit ich keine Strafe zahlen muss, weil ich meine Bahncard vergessen habe. Aber am Ende ist das viel mehr Arbeit, so einen scheiß Brief wegzusenden. Deswegen richtet euch mal ein E-Mail-Postfach ein. Mann! Ich habe keinen Bock, 60 Euro zu bezahlen, oder? Und AJ, wie geht's dir so? Witzig. Komm AJ, wir gehen jetzt weiter. Yo, you good? Good, bro? I'm good, bro. Alter, Junge, ich hätte das jetzt so nicht aufgeräumt, das hättest du machen können. Das wäre so viel gewesen jetzt. Hättest du mir geholfen? Nein, eigentlich nicht. Das sind keine Freunde. Ciao. Wo ich den Sand sehe, mach mal einen Backflip. Obwohl, nee, warte. Spring von da oben runter. Nein. Pussy. Mann, nee, jetzt kriegt das wieder an. Okay, ich stell mich mal hoch und probier's, okay? Aber ich glaube nicht, dass ich springe, Digga. Das ist voll hoch. Zieh durch. Guck dir das mal an. Jo, Alter. Hast du Angst? Ich hoffe, er bricht sich nichts, Mann. Oh mein Gott. Jo. Alter, du bist doch lebst wieder, ey. Warum machst du das? Alter, mein Herz ist mir einmal so unten in die Füße gerutscht und wieder hochgekommen. Beim Aufkommen, so weißt du, boing und dann wieder boing. Und jetzt mein Herz wieder da. Hä, aber war voll easy, Digga. Sah auch easy aus. Boah, jetzt brauche ich aber erstmal essen, Digga. Mein Magen knurrt wieder komplett, weil ich heute noch nichts gegessen habe. Wie war eigentlich so der zweite Schultag bei mir, AJ, als neuer Mitbewohner? War ganz gut. Ich habe auf jeden Fall nicht verschlafen. Nicht verschlafen? Aha. Ah, nein, hast du ja wirklich nicht. Ja. Das Ding ist, ich wecke ihn nämlich immer und dann verschläft er nicht mehr. Weil ich muss ja auch morgens aufstehen. Ehre. Und der Wecker ist übrigens ganz gut, den wir gekauft haben, aber... Hast du den heute auch gehört? Nee, eigentlich nicht. Also ist er nicht gut. Doch. Du siehst ja auch schon komplett eingepackt aus. Findest du das Wetter irgendwie geil, oder was? Ja, das Wetter ist auf jeden Fall nice. Eben war noch die Sonne draußen. AJ hat sich noch gefreut im Bus. Diesmal nicht. Obwohl, ein bisschen, ne? Alter, der Himmel ist einfach so grau jetzt. Wird bald dunkel, ne? Aber ich sehe immer noch gut aus, oder? Ja, schon. Aber wenn es so schnell dunkel wird, dann muss ich aufpassen. Egal, sieht man mich nicht mehr. Außer wenn du lachst. Ja. Und die Augen. Folgt alle Artus Weichert, bitte. Auf Instagram, perfekt. Da wird mir die Arbeit abgenommen und look at this. So, Artus, ich dachte, du willst jedes Mal einen Crepe, wenn du in der Stadt bist. Ja, da vorne ist die Bude und jetzt hast du noch keinen und jetzt läuft... Ja, ich habe noch keinen. Ich habe nämlich schon zwei. Digga. Crepe. Hau was du? Hier, möchtest du auch einen? Guten Appetit. Tschüss, AJ. Ich habe noch einen Crepe mit Mund... Ich habe noch meinen Crepe mit Mund voll. Alter. Eier. Sie will wieder Eier. Die Saison ist wieder eröffnet, Sophia. Ich habe noch in meinem Mund den Crepe liegen. Oh, Junge, Alter. Ich habe noch Crepe im Mund, Leute. Aber da ist ein Fan im Kick. Da gehen wir mal rein. Die traut sich nicht, zu uns zu kommen. Hätte ich irgendwo Nutella? Joghurt. Nicht so nah an meinem Bart, Digga. Hallo, Foto? Sie ist weg. Joghurt. Und dann noch das da ganz hinten einmal. So, Leute.
Ja, wir holen uns hier gerade nochmal eine Pizz, Leute. Mein Lieblingsessen nach Burger. Für den AJ. Danke, Sir. Für die Praktikantin. Und? Und für Bartus. Warum Bartus? Bisschen scharf oben? Nee, ja. Hm? Bist du scharf oder mal? Nee, das passt alles. Hab ich einen Bart? Ja. Ja. Musst du jeden Tag gießen, ein bisschen Wasser gießen oben hier. Ja. Und dann wächst der richtig. Sonne und wächst schon, ja? Ja, AJ hat heute keinen Bart, der hat immer so einen langen Bart eigentlich. Ich hab einen Bart auf dem Kopf. Ja? Hab dich. Danke. Habe ich jetzt echt einen Bart oder was? Ja, Digga. Nennst du mich deswegen Bartus? Ja, deswegen. Hi, ich bin Bartus. Schreib mal Hashtag Bartus in die Kommentare. Und Hashtag so feier. Und Hashtag AJ ist ein Geier. Jo! So, ich habe jetzt hier schon einen Rasierer, weil AJ wollte das ja auch so. Und dieser Pizza-Chef da hat auch gesagt, ich habe einen Bart. Bartus in die Kommentare. Ich finde meinen halt einfach gar nicht, weil bei mir zu Hause ist es so unordentlich. Mein Schlafzimmer, sie kennt das zum Beispiel. Ist es ordentlich? Nein, nicht wirklich. Ihr kennt ja nur den ordentlichen Raum, das Wohnzimmer. Da konzentriere ich mich halt auch immer. Jo, ist hier alles sauber und so weiter. Damit ihr natürlich nicht denkt, dass ich unordentlich bin. Ja. Ja, aber eigentlich brauchst du noch einen Abdeckstift. Ein Abdeckstift, was ist das? Deine Augenringe. Hab's mir schon fast gedacht. Sind die so schlimm? Nicht mal Photoshop kann das retten. Yo, you good? Ich darf den doch sicherlich in deine Tasche packen, oder? Gerne. Oh, yo, you good? Digga, sind die... Hä? Was geht bei euch? Junge, laber da nicht so. Junge! Alter, halt's du mal. Okay, nochmal. Wir sind hier gerade auf Toilette, Leute. Aber wie immer... Junge, Alter. Okay, Leute, wir haben gerade Sophia alleine gelassen und ich werde sie jetzt einfach mal überraschen. Aber wir sind natürlich hier auf Toilette, damit sie dann nichts mitbekommt und das ist der beste Ort, weil das hat sie, glaube ich, nicht. So, da geht's mal rein. Also, wir sind jetzt hier wieder bei Sophia. Wir waren gerade auf Toilette. Weißt du, warum? Nein, eigentlich nicht. Alter, was ist das für ein Air Force? Glaubst du, das Logo sollte so hier hin? Ist am Ende so hier unten gelandet. Jo, wolltest du dir den Air Force kaufen eigentlich? Weiß ich nicht. Aha, okay. Ja. Hast du irgendeinen Schuh, der dir so richtig gefällt hier? Eigentlich schon. Also, hau mal raus. Die Stan Smith finde ich eigentlich ganz cool. Den hier? Ja. Adidas, oh shit. Also ich habe mir gerade überlegt, Sophia, wir waren gerade auf Toilette, weil ich mir überlegt habe, ich kaufe jetzt einfach mal einen Schuh. So, weil ich dachte, dann habe ich guten Content und kann dir eine Freude machen. Also, jetzt ehrlich? Ja, let's go. Willst du den haben oder was? Ja, wenn du das so anbietest, dann... Dann nehmen wir den mal, ne? Aber hier ganz wichtig, an Nike, bitte sponsert mich. Auch wenn ich jetzt einen Adidas Schuh kaufe, hier wisst Bescheid. Ich trage sonst nur Nike. Na dann, let's go. RIP. Was tut man nicht alles für Clickbait? Tschüss. Danke. Ciao. Mach's gut, ciao. Hier ist nochmal ein Abonnent, der will sich auch Dreads machen wie AJ. Ja. Hast Bock drauf? Ja, schon. Aber da musst du dir eine Glatze cutten, wenn du die abhaben willst, die Dreads. Ja, ich weiß, das habe ich schon mal gesehen. Ja? Oh. Ja. Wie fühlst du dich so als Influencer hier? Ich fühle mich auf jeden Fall geehrt, dass sich jemand meine Haare, meine Würstchen da oben nachmachen will, so mäßig. Ja, gönn dir auf jeden Fall, aber überleg's dir zweimal. Ja, das habe ich schon mal. So, AJ redet nochmal über Dreads. Bist du happy? Ja. Ja. Meine Stimme ist weg. Draußen ist auch schon dunkel. Nein. Alter, der Boden ist nass. Hast du geregnet? Hast du geregnet? Man merkt voll, dass du nicht geschlafen hast. Nur weil ich mich verrede die ganze Zeit? Ja. Sieht das nicht schön aus hier? Mhm. Total, ne? Zaubernd. Ja, würde ich mich am liebsten direkt auf den Boden legen und schlafen. Warum machst du es nicht? Mit dir. Oh. AJ ist einfach immer noch da und redet über Haare. Der merkt auch gar nicht, dass wir abgehauen sind. What's up? Was machst du noch hier? Ich gette ihm mal hier die Connections, damit er sich auch Dreads machen kann. Sauber. Danke, ciao. Peace. So, jetzt sind wir alle wieder beisammen. Sophia, AJ und ich. Endlich sind wir wieder warm. Das Wetter ist wieder komplett scheiße geworden, Leute. Ey, wo ist deine Schuhe? Puh, ich bin echt froh, wieder in meiner Wohnung zu sein. Man, ich würde sagen, du testest die mal an, oder? Die Schuhe. Einmal Schuhe. Oh, da sind sie ja. Try it on. Ist das irgendwie stylisch, wenn man hier so ein Dach braucht? Ey, ist das normal, dass die so nach da laufen? Nee, eigentlich. Ja, das einfach so passt. Okay, next Schuh. Warum sind da so Muster an deinen Haaren? Ich glaube, das ist ein Seil, oder? Ja, Digga. Naja, ab in den Müll mit dem Schuh. Ich meine natürlich mit den Schuhen. Hä, hey, was für Müll, Digga? Was? Wieso steht da ein Mülleimer? Wie hab ich gerade beide getroffen? Yo! Yo! Achso, den Müll habe ich da auch gar nicht vorher platziert. Den Mülleimer, meine ich.
Und das war's auch mit dem heutigen Daily Vlog, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Haut auf den Abonnieren-Button und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bock auf mehr Videos mit Sophia habt, oder? Safe. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, da werde ich die 100k knacken. Und dann würde ich sagen, wartet in die Kommentare. Und sehen wir uns morgen wieder. Haut rein und tschüss.